Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Schnucki hat sich mein Handy geschnappt. Ja, und filmt mich, weil du nämlich nicht irgendwas aufnehmen wolltest heute. weil du heute nämlich nichts aufnehmen wolltest, so wollte ich das sagen. Ich habe ja noch ein Video. Es ist noch früh am Morgen. Ja, es ist ja früh, Schnucki, es ist 9. Früh am Morgen. Gestern, Leute, haben wir bis 9 geschlafen und ich glaube um 11 sind wir erst los, Schnucki, oder so. Oder ja, wir haben auch Osterferien. Ja, irgendwie ist in Ferien alles anders. Also, ich baue gerade. Aber jetzt erzähl mal, was ist denn los heute? Heute ist doch irgendwas. Heute ist nichts. Hä? Ah, wisst ihr, was wir gerade auf der Terrasse hatten? Ich habe sogar so, ich gucke nicht richtig. Ich meine, die sah echt geil aus, ne? Das war eine weiße, so eine wuschige, also sie hat richtig viel Fell. Ich weiß nicht, ob das eine Maine Coon Katze ist oder so, aber normalerweise lässt man diese Katzen nicht raus, oder? Weil die zu teuer sind. Ach, das, und die war hier bei uns auf der Terrasse. Ich glaube, das gibt auch Leute, die sehen das einfach als Tier und das Tier muss raus. Ach so, weil ich dachte, die sind zu teuer. Also ich habe sie sonst eigentlich noch nie draußen gesehen. Wirklich eine wunderschöne weiße Katze, die war bei uns da an der Couch, wollte sie sich so, so lang schleifen. Sah eigentlich ganz hübsch aus, obwohl ich nicht so gerne die Katzen mag. Ne? Hätte direkt rausgehen können und sie kuscheln können. Nein, ich hätte gedacht, so, man hätte ihr irgendwas zu essen geben können, aber dann ist sie ja immer hier nachher. Ne? Also wenn man die anfüttert, man darf ja nicht, ist eine fremde Katze. Also man kann eigentlich sowieso gar nichts trinken, könnte hier anbieten sonst oder so. Aber die passte perfekt zu unserer Einrichtung hier. So richtig schön hell, weiß. Also, ja, wisst ihr, was ich gerade mache? Ich habe mir bei Amazon nochmal solche drei Lampions bestellt. Sind gestern Nacht angekommen irgendwann mal. Die klingeln mittlerweile schon gar nicht mehr, die Amazon-Leute, ne? Stand irgendwann mal nur eine E-Mail, haben wir einem Bewohner übergeben. Der Tür, okay, der Eingangstür. Die Kinder sind nicht da. Adrian sagte, nee, bei mir wurde nichts abgegeben. Die haben es einfach nur vor die Tür gestellt, nicht mal geklingelt. Aber Adrian meinte, wahrscheinlich, weil es schon recht spät war und die wollten halt keinen stören. Naja, jetzt baue ich sie ja mal auf. Ich wollte sie nachher nochmal aufhängen. Mir fehlen noch so drei Stück. Und jetzt sag endlich mal, was hier heute nun der große Tag ist. Ich habe es zerbrochen. Heute ist ein besonderer Tag. Nämlich? Den wir letztes Jahr vergessen haben, glaube ich. Dieses Jahr nicht. Dieses Jahr nicht. Und was machen wir dieses Jahr Schönes an diesem besonderen Tag? Gar nichts. Warte. Du löst das jetzt gar nicht auf, was für ein besonderer Tag ist. Das kommt erst am Ende des Videos und deswegen bleibt bis zum Schluss dran. Spult alle vor. So, ihr Lieben, ich will mal ganz kurz mal erzählen, was ich heute so vorhabe. Das schoss mir gestern Abend, spätabend in den Kopf. Übrigens, hier sind meine Tomatenpflanzen. Die stehen hier so ein bisschen im Licht, die muss ich nochmal gießen. Und ich hatte mir überlegt, dass ich da hinten quasi, also hier diese Ecke, als auch quasi so ein bisschen bis hierhin, ungefähr bis da, bis zur dritten Lampe, seht ihr die? Quasi das Beet so ein bisschen verlängere und das bepflanze. Und ich glaube, das wird netter aussehen als jetzt. Wisst ihr, ich wollte ein paar Gräser besorgen. Ich habe noch einen Buchsbaum, was aus dem Topf könnte. Viel kaufen muss ich dafür jetzt nicht, nur halt Rindenmulch ein bisschen, ne? Rindenmulch und Gras. Ich wollte ein bisschen was Schönes machen. Also ich denke mal, das ist jetzt schon so ein bisschen breiter. Im Grunde, guck mal, da haben wir das ja auch quasi so rund. Rund, weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Mal gucken, vielleicht tatsächlich so irgendwie. Oder? Weiß nicht, das war so die Idee. Draußen hat es geregnet heute Nacht und gestern auch. Das Wetter ist halt nicht so geil irgendwie bei uns. Ich weiß nicht, was bei euch ist. Und übrigens, gestern hatte ich bei Rewe bei uns gesehen, die haben solche Margeriten für 2,49 Euro. Das ist eigentlich ein Witz. Es gab die hier in rosa, es gab die noch in gelb und in so einem rot. Also das war nicht pink, glaube ich. Ich zeige mal ganz kurz, wie die aussehen. Aber ich habe, wartet mal. Übrigens, die habe ich bei mir gestern alle gepflückt. Jetzt habe ich mein eigenes Sträußchen gemacht, aber die riechen unheimlich doll, ne? Diese Hyazinthen. Ich zeige mal, da, guck mal, ich habe jetzt auch diese Töpfe hier bepflanzt, guck mal, seht ihr das? Diese Farbe ist das, ich finde das total schön. Also rosa, rot und halt nochmal rosa. Ja, ansonsten habe ich da nochmal ausgetauscht, die Zwiebeln, diese Frühlingsblümchen, die sind ja schon ausgeblüht, habe ich rausgenommen. Die sehen noch ganz gut aus, lasse ich noch erstmal. Genau, das ist soweit der Plan. Übrigens, hier habe ich vor ein paar Tagen die Treppe angemalt und ein paar Blümchen eingepflanzt, also ein paar andere, weil die anderen waren schon ausgeblüht.
Und genau, so sieht es aus. Und wir gern. Wollen jetzt, komm, ja, wir wollen jetzt los, immer was einkaufen. Wie ja, immer. Jetzt haben wir nichts zu essen den ganzen Tag. Komm jetzt. Und diese Blümchen habe ich jetzt bei Blumenwohlers mitgenommen. Einmal diese und einmal diese. Habe ich ein bisschen umgepflanzt. Na gut, ihr Lieben, also wir wollen jetzt einmal los. Boah, das riecht doch hier. Ja, wir sind bei Rewe hier angekommen. Und übrigens, ich habe hier Lavendel mitgenommen. So einen. Also nicht Schmetterlingslavendel, sondern diesen hier. Gibt es noch einen anderen? Kannst du noch ein paar mehr von mitnehmen? Die riechen voll gut. Ja, ne? Ja. Wo wir das einpflanzen. Das ja, okay. Trockene Erde hier, ne? Guck mal, zwei. Naja, 3,49. Das ist doch stolzer Preis, ne? Ja, ja, ja. Hoffe ich ja. Dann lass uns ein Lavendelfeld machen. Ja. Auf jeden Fall. Das ist hier, nee, Schopflavendel heißt der, nicht Schmetterlings, oder? Schopflavendel. 2,99 ist ein bisschen günstiger als der hier, aber ich finde den irgendwie schöner. Also, die brauchen ein bisschen Gemüse. Die haben hier diese Woche, so eine Aktionswoche, Bio runtergesetzt, ne? Alles habe ich jetzt mitgenommen, so ein bisschen. Und zwar das. Also, das haben wir jetzt hier alles mitgenommen. Also, im Grunde eigentlich nur Gemüse. Und wir wollten gleich jetzt den Bauern nochmal Eier holen oder sowas. Quark hatte ich gestern schon zwar geholt, wir haben du noch. Du kaufst ja immer Quark für deinen Quarkaufbau. Ja. Und den machst du dann immer, weil du sagst, der Quark muss weg. Nein. Und dann, wenn er weg ist, müssen wir wieder neuen machen. Mhm. So, für meinen Schnucki brauchen wir nochmal Mozzarella, das ist immer wichtig, für den Salat. Und schon sind wir zu Hause. Ich habe jetzt den Einkauf hier auf den Tresen gelegt für euch. Im Grunde haben wir eigentlich fast alles gezeigt. Wir waren ja noch einmal ganz kurz beim Bauern und bei Edeka. Beim Bauern haben wir diese Eier hier mitgenommen. Da kostet ein Ei 45 Cent. Im Laden allerdings auch schon wieder 35. Das sind aber Bio-Bio-Eier. Feuchttücher. Und mein Schnucki mag diesen Joghurt total gerne. Griechischen 10%igen Joghurt von Alnatura. Habe ich auch die letzten beiden Gläser mitgenommen. Dann haben wir hier nochmal Babyspinat und Romana-Salatherzen und die Kartoffeln. Mehr hatten wir beim Bauern nicht geholt. Genau, das kommt jetzt erstmal alles weg und dann wollen wir einmal schnell frühstücken. Voilà, guten Appetit. Und schon sitzen wir am Frühstückstisch. Dieser Joghurt ist wirklich mega. Guck mal, das sieht aus wie wirklich so Eiskugeln. Ne? Man kann den so rausnehmen quasi und zu Eiskugelform, weil das relativ, ja, festes, wie sagt man dann, ist stichfest. Genau, also wir wollen jetzt frühstücken. Ich habe Kirschen, Bananen, ein bisschen Weintrauben und Cashewkerne und mein Schnucki hat Himbeeren. Hast du auch Kirschen? Keine Kirschen. Keine Kirschen, na gut, dann nur das Himbeeren. Das ist heute der letzte Tag, in dem wir diesen Joghurt essen, ne? Warum? Weil jetzt alle loslaufen und diesen Joghurt kaufen, der so ist wie Eis. Joghurt ohne Kohlenhydrate, der so ist wie Vanilleeis. Ist nur Vanille und Vanille und Zuckerfee. Ja, genau. Also, guten Appetit. Leute, ich war gerade zwischendurch unterwegs, weil ich was zu erledigen hatte. Alleine, ohne meinen Schnucki. Das Wetter ist draußen ganz fürchterlich. Adrian ist nicht mitgekommen, weil er keine Zeit hatte. Er sagt, er hat gerade ein Brot irgendwie in Gange und er musste noch ein Video schneiden und so weiter. Ich bin jetzt hier in der Ecke Molfsee, Milkendorf und den Molfsee habe ich gerade gesehen. Da ist ein geiler Blumenladen und die haben auch wunderschöne Körbe draußen stehen. Ich weiß aber nicht, ob er auf hat. Ich weiß auch gar nicht, wie der heißt. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einmal zurück und dann gucke ich mal, ob wir dran können, ob die vielleicht Mittagspause machen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir schon mal ab und zu mal dran vorbeigefahren. Ich habe gedacht, was für ein schöner Laden ist das bitte. Vielleicht finde ich ja irgendwie was für mein Beet, wenn sie aufhaben. Ich würde sagen, wir düsen einmal ganz kurz dahin. Schaut mal, ich habe ihn jetzt gefunden. Der heißt Köhler, Florist am Freilichtmuseum. Also Freilichtmuseum, da waren wir schon ein paar Mal mit den Kindern früher. Ich würde sagen, wir düsen da mal kurz mal rein. Schaut euch mal das Ganze hier an, Leute. Das ist so wunderschön. Die haben sogar schon solche Bonhäume. Und geil. Das sieht richtig schön aus. Das ist auch so schön. Das kostet allerdings 219 Euro. Das ist Lorbeer oder sowas, ne? Also ähnlich, oder? Die sehen auch hier ganz süß aus. Guck mal, so die Kräuterbeete, so kleine, ne? 23,90, solche Kästen. Die sehen auch süß aus hier, guck mal, für 97. Mit Sukkulenten bepflanzt. Und auch die sehen wunderschön aus. Guck mal, das sind doch Bornholme. Genial. Sehen ganz, ganz hübsch aus. Kosten, ich weiß es gar nicht. Preist auf 2,99, das geht. Der Laden ist super, super netter Mann, der mir hier echt unterstützt, der mir jetzt auch sagt, das und das und das kommt wieder und so weiter. Und die haben hier draußen noch ein bisschen
was stehen. Ich guck gleich mal, komm gleich mal raus, weil es sind außergewöhnliche Pflanzen. Ich wollte gerne was haben, was immer wieder kommt, wisst ihr? Und diese Nelken zum Beispiel, die kommen wieder. Ist cool. Wunderschön. Ich guck mal ganz kurz, was sie hier haben. Ja, sie haben wirklich wunderschöne Blumen in verschiedenen Farben. Immer so schön sortiert überall. Das ist richtig mega. Richtig hübsch. Das ist auch eine interessante Pflanze hier, ne? Die kannte ich gar nicht. 1599, aber ich weiß nicht, ob die jetzt wiederkommt. Die heißt so. Guckt mal, kennt ihr die? Erika, kannte ich nicht. Und hier ist jede Menge an verschiedenen Körben. Guckt mal, sieht auch ganz hübsch aus. So, das sieht hier auch wunderschön aus. Die Blümchen, die Sträuße, guckt mal. Die haben sogar Deko hier. Ich kannte das hier gar nicht. Wirklich wunderschön, guck mal. So außergewöhnlich finde ich diese Blumen alle, ne? Ich weiß ja nicht, wie lange die halten, diese Sträußchen, aber wunderschön, wirklich. Schaut mal, das ist hier meine Ausbeute geworden. Ich finde das wunderschön. Also gut, die Bornholme kommen ja nicht wieder, ne? Hat er zu mir gesagt. Schopflavendel hatte ich auch mitgehabt. Er sagte, kommt auch nicht wieder. Aber ich habe jetzt diese Nelken mitgenommen, dann diese Blümchen mitgenommen. Die sehen wunderschön aus, farblich, ne? Und auch diese hier. Und die würde ich ganz gerne bei uns einmal ins Beet pflanzen. Wisst ihr, wo ich gerade gelandet bin? Bei Dena. Ich dachte, ich guck mal da, ob die irgendwas an Gräsern haben oder so. Oder generell für ein Beet pflanzen wollte ich. Ich guck mal. Ich habe ja einen Buchsbaum, das ich jetzt ins Beet pflanze, oder den ich jetzt ins Beet pflanzen möchte. Ich wollte ein paar Gräser einfach mal haben. Und da muss ich aber auch gucken, ob sie mehrjährig sind oder nicht, weil ich hatte schon mal Gras gekauft. Das war nach einem Jahr hin. Das habt ihr mir aber auch geschrieben damals. Das hält nicht immer. Deswegen, ja, das Wetter ist eine Katastrophe. Und ich gucke immer wieder hier bei uns auf in diese Konsole. Noch ist alles trocken. Also ich habe echt Schiss, weil es die ganze Zeit natürlich regnet, ne? Ich nehme jetzt vorsichtshalber einen Einkaufswagen mit, falls ich da was finde. Und die haben draußen auch schon ganz, ganz viele Blümchen. Sogar Sukkulenten, und sie haben Margeriten sogar in großen Büschen. Ich guck mal, wie die Preise so sind. Die Margeritenbüsche kosten mal 1,99 € oder sowas nicht gerade. Ja, 10 Euro. 10 Euro, Leute, ein Busch. Hier haben wir auch nochmal wunderschöne Fische, Leute. Ich weiß, mit meinem Schlucki ziehen wir es immer so auf, so ein bisschen. Mein Vater hatte früher so eine Liebe gehabt, ne, zu solchen Aquariumfischen. Er hatte ganz, ganz, ganz viele gehabt. Und Adrian sagte immer, ja, da wollen wir auch ein Aquarium haben. Sehen echt süß aus eigentlich, ne? Ich glaube, wenn man sich davor setzt und sich das anguckt so ein bisschen, ist es schön entspannt. Und wie hübsch die aussehen. Was kostet einer 15 Euro? 15 Euro für einen Fisch? Hier, die kosten 1,99 €. Krass. Ah ja, solche hat er auch gehabt, die halt die Scheibe sauber gemacht haben. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Keine Ahnung. Algefresser? Ja, Algefresser wohl. Na, da. 10,99 € für einen. Heftig. Hier sind noch mal ganz, ganz, ganz kleine. Guck mal. Die sehen auch ganz hübsch aus. Im Grunde ist es doch schon mal was Feines, so, ne? Wenn man nur ein Aquarium hat vielleicht oder so. Mein Vater hat ja irgendwie voll so einen Tick gehabt. Sammeltick von den Fischen. Hat was. Besonders hübsch finde ich auch die Pflanzen zum Beispiel jetzt hier, ne? Ist richtig urig. So, hier sind das größere Haustierchen, guckt mal. Ein paar Meerschweinchen und Co. Ich weiß, meine Schwester, die hat, oh, was ist das für ein süßes da, guckt mal. Sind das Ratten? Was ist das? Sind das Ratten, Leute? Oder nee, das sind keine Ratten, oder? Das sind doch andere. Ich weiß nicht, wie die heißen. Was gibt's denn hier alles so? Debo oder, nee, Hamsters sind nur die Großen da. Die haben voll Spaß. Aber sind eingesperrt, ne? Die sahen aus wie Ratten. Und hier haben wir noch mal ein paar Vögel. Meine Schwester hatte früher zwei Vögel gehabt, solche Wellensittiche. Die Armen, die sind die ganze Zeit eingesperrt, ne? Ja, Versünde. Guck mal, hier sind auch schon Gartenmöbel aufgebaut. Sehen echt hübsch aus, ne? Zum Beispiel hier das hier. Außergewöhnlich sieht es aus. Oder auch der ist sogar hier da. Aber dafür muss man Platz haben wiederum, ne? Wie cool ist das denn bitte?
Das sieht cool aus. Das ist so richtig schön gemütlich. Allerdings im Regen stehen kannst du es ja nicht, ne? 1000 Euro. Sieht wunderschön aus. Die gibt es noch in klein, habe ich gesehen, online irgendwo. Passende Tische dazu. Sessel oder Stühle. Und der hier, von sowas hat er irgendwie gesprochen. Von irgendwas Geflochtenem mit Glasplatte drauf. 1,3. Das ist komplett dann, oder? Zwei Sessel, Couch und Tisch. Aber kannst ja nicht mit Gästen hier sitzen, ne? Oder? Die haben hier auch so eine außergewöhnliche Farbe, als ob die unecht wären, ne? Aber das ist heftig. 2,99 auch der Preis. Sieht auch hübsch aus. So, ich habe jetzt die Gräser gefunden. Auch Pampasgras wollte ich aber nicht haben. Ich glaube, das hier habe ich für 12,99 bei Bauhaus mitgenommen. 11,99 ist hier der Preis. Solches Gras ist immer grün, stand hier zumindest drauf. Und Japan-Segge, was ist denn das? Auch so ähnlich, ne, was ich hatte. Nur Pflanzen von Kübeln, ja. Ja, sieht aber auch ganz nett aus, finde ich jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob jetzt dieses Gras ist, was sich ganz, ganz schnell verbreitet. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, nicht mehrjährig, oder? Das hatte ich doch auch schon mal gehabt und das war nach einem Jahr hin. Das hier ist sehr robust hier, dieses Gras, Leute, dieses Jahr. Gefühlt ist es sogar im Winter so, wie es eigentlich ist. Wird nur ein bisschen gelblich, ne? Aber, oder trocken, aber ansonsten wächst auch wie sonst was. Oh Gott, hier sind noch mehr Gräser. Da und auf der Seite auch. Ich guck gleich mal, Leute, was ich dann hier mitnehmen kann. China-Schilf wollte ich eigentlich nicht, das wird ja ganz hoch, ne? Ganz groß. Wo ist denn die Höhe jetzt hier? Bis 1,50, naja, geht eigentlich. 1,20. Sieht auch schön aus hier, dieses Gras hier, ne? Ich guck gleich mal. Ich glaube, ich gehe kurz mal kurz raus und guck mal, was sie da haben. Schaut mal, das habe ich jetzt erstmal mitgenommen. Ich muss jetzt fragen, ob dieses Gras mehrjährig ist oder nicht. Ich denke, das hier ist mehrjährig. Habe ich noch nicht gelesen. Auf jeden Fall wird es hier nicht so hoch. 35, also ich denke mal, so ist es ausgewachsen und zwei Funkienpflanzen habe ich mitgenommen. Und hier habe ich gesehen, so, die haben sogar so ein Stämmchen, also Magnolienstämmchen. Aber ich will nicht wissen, wie teuer dieses Stämmchen ist. Aber sieht. Ja, okay, 120 Euro. Sieht aber wirklich sehr hübsch aus. Die sehen ja wunderschön aus. Aber kommen die wieder? Anemonen. Habe ich jetzt nur als bei Blumen 2000 als Sträußchen gesehen. Also sind die mehrjährig? Muss ich nochmal kurz mal lesen gleich. Aber sehen echt wunderschön aus. Guck mal, es gibt sogar in verschiedenen Farben. Ist cool. So, jetzt gehen wir mal zur Kasse. Ich habe tatsächlich nochmal so eine Hortensie mitgenommen. Die sieht, glaube ich, auch ganz gut aus im Beet. Und hier sehe ich gerade, haben sie unheimlich viel runtergesetzt. Guck mal, oh, sind auch so schön aus. Die ganzen Ostersachen, guck mal. Voll hübsch. Osterhäschen, so ein riesen Osterei, was man so aufklappen kann. Wunderschön. Also Christian musste her mit mir. Guck mal, kann man sonst fürs nächste Jahr was kaufen. Ich weiß gar nicht, Preis 20% gibt es jetzt. Aber diese Häschen habe ich da gar nicht. Gut, ich war ja gar nicht zu Ostern hier, ne? Ist cool, sehen hübsch aus. Wunderschön, guck mal, auch so ein Häschen. Oder auch so eine Schüssel. Was haben die hier noch? Ostereierkissen. Das sieht auch sehr, sehr süß aus. Tulpen, also Frühlingsblümchen halt, ne? Da genauso. Die sehen ganz hübsch aus. Solche kleinen Körbchen hier, guck mal, bepflanzt sehen echt aus, ne? So, und hier gibt es jetzt deren normale Deko, guck mal, auch so ein bisschen schön Pastellfarben, ne? Sehen echt hübsch aus. Auch wieder verschiedene Farben, sehe ich gerade. Sieht nett aus. Ich bin jetzt zu Hause. Es gibt gleich Mittag. Und zwar hat mein Schnucki schon angefangen zu kochen. Wollen wir nicht langsam verraten, was wir heute für einen Tag haben? Heute? Ja. Ist Donnerstag. Schatz, heute ist, ja, okay. Na gut, also
Heute sind wir 21 Jahre lang verheiratet. Mein Freund. Sieht man schon, ne? Ja. Was soll ich denn sagen? Ich bin auch voll gealtert. Ja, ich finde es auch wunderschön mit dir, Schatz. Mit den ganzen Falten und den grauen Haaren bist du ja nicht schuld. Wenn du nicht fährst, dann werden da noch mehr graue Haare und noch mehr Falten. Ach so, bin mir gar nicht so sicher drum. Ich kann nichts anderes sagen, oder? Nimm mal aus, ne. Und sag dir die Wahrheit. Ja, ne? Also, es gibt jetzt hier eine Lachspilzpfanne mit Soße Hollandaise. Wir wollten eigentlich nur eine Nudelpfanne machen. Ah, dann wollte eigentlich nur eine Nudelpfanne machen. Ja, aber ich habe gesagt, wieso? Ich habe doch Lachs zum Auftauen hingelegt. Also, wir essen gleich Mittag. Das kannst du essen. Ja, ich wollte noch Spinat damit dazu geben, weil das schmeckt nämlich auch sehr gut. Glaub's mir. Da passt das sehr gut nachher. Ja, wir sind zu spät mit dem Essen. Das ist jetzt 3:15. Das ist irgendwie Ferien, ne? Übrigens, ich kritisiere dich ja immer für deine langen Videos. Ne? Ja, genau. Auf meinem TipTapTube-Uncut-Kanal kommt jetzt ein Video, das 40 Minuten lang ist. Siehst du? Ja. Aber da kann ich ja nichts bei machen. Ihr habt so viel aufgenommen damals, also wieder mal, ne? Ja. Und diese 40 Minuten, da wurde ein 13 Minuten Video draus. Mhm. Und der Rest halt. Und der Rest ist funny. Ja, ist so gut. Also, das Wetter ist immer noch sehr, sehr schlecht. Ich weiß gar nicht. Ja, weil ich eigentlich was vorhab. Guck mal, ich habe meine ganzen Sachen jetzt hier auf die Terrasse gestellt. Ich wollte mein Beet anlegen heute. Aber ja, es wird nichts, weil es einfach alles nass ist. Also hier ist meine Ausbeute, ne? Die will ich dann nachher, also sobald es aufhört aufzuregnen, wollte ich gerne das alles ins Beet einpflanzen, beziehungsweise erstmal überhaupt anlegen, ne? Wie ich es gesagt habe. Aber so wie es aussieht, wird es heute nichts. Ja, wir wollen essen. Die Kinder sind noch nicht da, aber die kommen heute. Und ach ja, mein Schnucki hat heute ein richtig mega krasses Hochzeitsbrot gebacken. Yeah. Dieses hier, guck mal, das ist so mega. Das ist richtig gut. Aber trotzdem, das hat Esch alleine gegessen dann? Oder das Brot war ja schon. Ja, hat Esch alles sich geschnappt. Ja, also auf jeden Fall verhungere ich langsam. Und hier muss auch nochmal aufgeräumt werden. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away, you don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. See you.
jetzt in der Küche alles sauber gemacht, ne? Geschirrspüler läuft. Und von Amazon kamen heute solche Lampions an. Die halten sehr, sehr gut. Die sind mit Batterie, die sind für vorne, habe ich gedacht. Für meine Leiter will ich das gerne da mal aufmachen. Und dann gibt es ja noch mal solche, oh, ich hoffe, dass es hier warm weiß ist. Oder solche Bodenlichter, also Solarbodenlichter. Ich hoffe, dass ich die richtigen bestellt habe. Wartet mal. Die sind auf jeden Fall, ja, die sind sehr gut. Die halten unheimlich lange. Die habe ich sogar, habe ich schon mal, glaube ich, erzählt, im Herbst und Winter überhaupt nicht eingesammelt, was ich eigentlich vorhatte. Und die halten noch. Nach wie vor. Und die wollte ich gerne bei uns vorne platzieren, weil ich vorne hier am Haus so keine Beleuchtung habe. Vielleicht gehen noch ein paar hier an die Seite. Da sind ja auch nicht mehr so viele. Wie viele sind denn insgesamt hier? 12 mal 2,5 bis 8 Stück. Das sind 8 von solchen Bodenlichtern. Finde ich richtig cool. So, Max hat sich noch nicht gemeldet. Er fragte schon, wann kommt er denn? Ich sehe, das weiß ich nicht. Und der Bengel hat sich heute einen neuen PC zusammenstellen lassen. Ganz alleine, mit Hilfe, glaube ich, von Basti. Er sagte, ich weiß nicht, ob noch jemand anders dazu geholfen hat, aber auf jeden Fall sagte er, ich habe mir einen PC zusammenstellen lassen, weil nämlich sein PC für den Stream nicht so ganz geeignet ist. Es ruckelt und das irgendwas haut da nicht hin. Ist okay, dann kann ich vielleicht seinen Rechner nehmen, weil meiner nämlich, es war der erste Rechner von Max noch damals, 2015. So lange hält er schon und eigentlich ist er ganz gut. Deswegen gucken wir mal, vielleicht habe ich den von Ash nachher im Ersatz, mal schauen. Oder Max nimmt den, keine Ahnung. Naja, also ich will aber ganz kurz einmal das hier zusammen basteln und dann bringe ich dir, ja, bei dem Wetter mag ich das gar nicht raushängen, wenn das, bei Regen macht das nicht so viel Spaß, ne? Ich habe das schon zu Adam gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich das Jahr davor, also letztes Jahr weiß ich nicht, ich glaube letztes Jahr hatten wir sogar im April noch Schnee, dass ich das Jahr davor aber relativ früh diese Couch hier angerichtet habe, ne? Also diese Ecke mit Gardinen ran und so weiter. Aber dieses Jahr, bei dem Wetter lohnt sich das irgendwie gar nicht. Also man traut sich das auch gar nicht zu machen, weil es wird alles klamm und nass und richtige Wärme ist da ja nicht. Deswegen dauert das noch irgendwie, ne? Wir wollten ja eigentlich, ja, da wir heute einen besonderen Tag haben, mein Schnuckipucki. Ich finde das auch total besonders, dass man so schön auf dem Fußboden relaxen kann. Zwischen deinen ganzen Lampen hier. Wo sollen die denn noch alle hin? Ja, am Haus haben wir ja, wie gesagt, habe ich ja schon erzählt. Das ist ja ein Haar jetzt hier. Also, da wir heute einen besonderen Tag haben. Oh! Könntest du mir meinen Fernsehabend klauen? Dachte ich, wir bestellen was bei, im Sushi-Laden. Oh, was ist denn? Ich habe das schon gelesen. Leider hat er zu. Ha! Du liest meine WhatsApp? Ja, bei WhatsApp war ich das mal bei dir drin. Ach so, oh, Spion, du. Max hat gesagt, die haben es gerade versucht, aber hat zu. Die wollten vielleicht zum Bestellen was, zum Abholen bestellen, aber da, wo die immer bestellen, hat leider heute zu. Vielleicht haben die Ferien. Wir hätten auch heute Morgen ein paar halbe Hähnchen kaufen können. Halbe Hähnchen gab es heute Morgen nicht, das war gestern. Auf dem Wochenmarkt. Und wer soll denn die Hähnchen essen? Ja, wir hier. Mein Schnuckipucki. Achso. Zum Hochzeitstag. Zum Hochzeitstag. Hähnchen-Hochzeitstag. Ja, also die Lampen liegen hier noch alle. Ich habe nur die Laterne, hier diese Lampionskette da an meine Leiter rangehängt. Werde ich euch dann später zeigen. Ich werde es anmachen und euch das zeigen. Und es gießt immer noch. Ich denke, ich werde das heute nicht mehr machen. Das ist eher schon gleich Feierabend. Das ist schon gleich 5. Und es ist immer noch hell nach der Zeitumstellung. Es ist richtig schön. Das ist noch relativ spät, aber ist noch hell. Ist richtig gut. Ja, die Kinder kommen gleich. Also ich schätze mal eine halbe Stunde, weil Max hat ja geschrieben. Auf jeden Fall wird es heute nächsten Sushi. Das war's. Und Ash ist sowieso nicht da. Er sagte, heute Abend ist er weg. Auf Twitch. Also, ich habe heute ein Video, habe ich das schon erzählt, bei TipTapTube Uncut hochgeladen. Und das ist vom 4.04.2020. Stimmt, da hat Ash ein Lachflash. Da waren wir auch nicht gesagt. So. Da haben wir Videos aufgenommen. Man kann doch auch gechillt. Ja, ich habe schon die Jockey an. Ehrlich gesagt, ja, habe ich den ganzen Tag an. Und nee, stimmt gar nicht. Aber also Jockey an, Fernsehen an. Ich wollte aber, dass wir mal was essen. Gibt es Yes Torti? Oder wie heißt das? Wir essen das nicht. Kleine Torte statt großer Worte. Ja. Da steckt Liebe drin.
In dir steckt ja auch so schneidvolle Liebe man drin. Man könnte ja auch irgendwo zum Schloss fahren und da, keine Ahnung, denieren. Nein, das möchte ich nicht. Mit Chanton dachte, de Blanc à la Vision. Da können wir den Kindern vielleicht irgendwie ein bisschen Sushi bestellen oder so, weil sie es gerne essen. Ja, aber ich finde das eigentlich gar nicht gut und das ist ja auch ein gutes Moment, dass das Ding zuhört. Vielleicht machen wir das morgen. Geht ich habe Max gesagt, wollen wir das morgen machen? Ja, das ist ein Solarschnur, okay. Wenn es da, wenn es dunkler wird, dann werden, gehen was sie an. Was hat das mit Solar zu tun? Das ist alles geladen. Deswegen gehen die an. Sobald es dunkler, guck mal, wenn du so machst, genau, dann wird es dunkler und dann gehen sie an. Mhm. Na gut, ihr Lieben, also wir warten jetzt einmal kurz auf die Kinder. Wie sehen meine Haare denn aus? Heute ist es wegen dem Wetter alles so total wuschelig, ne? Wegen des Wetters, total, heißt das auch, wegen oder? Des Wetters, genau. Kindertief? Ach, keine Ahnung. Achso, ich muss noch den Rest der Wäsche abnehmen. Ich habe ja noch ein bisschen im Haushalt was zu tun. Schaut mal, wer da ist. Max ist da und Leo ist da. Die sind zurück. Die sind schon seit 10 Minuten zu Hause und wir haben nichts mitbekommen. Ja, sie haben uns Sonne mitgebracht, Max. Endlich, ne? Nicht gegenpinkeln. Das sind Tomaten. Ja, das ist doch cool. Ja. Also wird nichts mit Sushi? Nee, also ich habe bei der Instagram gekommen und geguckt, hat jemand vor einer Woche gefragt, wann macht der Laden in Kiel wieder auf. So. Also ach so. Aktuell ist da nichts los. Ich weiß auch nicht. Ganz komisch. Ja, aber wir hatten das tatsächlich vor, ich glaube, einem Monat mal gedacht, dass wir mal wieder was bestellen wollen. So. Ja. Haben halt geguckt, aber wollten wir auswählen halt, aber geht nicht. Das ist schade. Ja. Jetzt müssen wir verhungern. Ja. Ich mache für uns alle gleich so ein leckere, also ich habe, probiere gleich mal was aus. Und zwar eine Scheibe Brot nimmt man dann. Also Papa hat ja Brot gebacken heute. Man nimmt so die Mitte raus und brät das an. Und zwar macht man dann Ei rein in die Mitte. Und dann dreht man das so, also wendet man das. Und das ist auch sehr lecker. Echt? Das finde ich sogar für so ein TikTok. Aber mit so einem Toast wahrscheinlich, ne? Man kann das auch ja, irgendwas so in die Richtung hat man mal gemacht. Okay. Streamt er schon oder ist er? Oh, das weiß ich nicht. Also er ist am Reden. Ob er streamt oder ob er irgendwas macht, keine Ahnung. Ja, liegt er direkt wieder. Ja, da guckt. Ich räume gerade Geschirrspüler aus. Aber guck mal, schön, die Sonne scheint jetzt. Jetzt gehe ich aber nicht mehr raus. Ich war schon auf dem Weg gerade eben, scheint so. Die ganze Zeit irgendwie. Ja, aber sicher auch. Hier hat es den ganzen Tag wirklich geregnet. Seit 12. Ja, der ganze Weg hierher war voll Regen. Ja, ich auch. Wobei am Anfang ging es noch ein bisschen, aber teilweise waren es voll fette Wolken zwischendurch. Ja, das ist blöd, ne? Ja. Aber ich habe mit euch eigentlich morgen gerechnet. Deswegen haben wir weiß nicht überrascht. Nee, wir waren selber anfangs nicht sicher auf Donnerstag, Freitag so und dann. Achso. Ja, doch Donnerstag. Sehr schön. Und schon ist die Abendbrotzeit, ihr Lieben. Ich würde ganz gerne mit euch was Neues ausprobieren. Und zwar, Max meinte, er kennt das schon. Also, ich habe hier Brotscheiben. Die werden hier einfach mal so in der Mitte so ein bisschen ausgehöhlt. Also das Weiche wird quasi rausgenommen. Das Brot wird angebraten in der Pfanne und in die Mitte kommt ein Ei reingeschlagen. Quasi wie so ein Spiegelei. Und dann wird es von beiden Seiten einmal einfach gebraten, mit Deckel zu am besten. Dann geht es ein bisschen zügiger. Und ja, das ist dann unser Abendbrot. Salat gibt es ja auch noch dazu, aber ich habe gedacht, mal heute mal was anderes. Die Kinder oben räumen gerade alles ein. Max meinte, wir räumen alles ein und auf und aus. Auf jeden Fall haben die jetzt noch keinen Hunger und da wir heute, wie gesagt, nichts bestellen können, habe ich gesagt, okay, dann mache ich jetzt mal Abendbrot für uns. Na gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal los. Ui. Und voilà, unser Abendbrot ist soweit fertig. Hier sind die Brote mit Ei, Stremenlachs. Dann habe ich Salat für mich gemacht und zwar ganz normal Salat, Radieschen, Gurke, Tomaten, ein paar Gewürze, Schmand. In letzter Zeit esse ich unheimlich gerne wieder mal Salat mit Schmand. Und für meinen Schnuckis ist Teller so, das ist echt wie explodiert. Wir haben hier ganz normal Salat mit ganz viel Gemüse. Dann habe ich nochmal Mozzarella darauf geschnitten und Lachs. Als auch Stremenlachs und auch Räucherlachs. Dann habe ich mir so ein paar Brote einfach mal belegt. Ich weiß nicht, ob er jetzt mein Ei-Brot auch probieren möchte. Ich hätte sonst noch eins. Aber er sah irgendwie, glaube ich, nicht so ganz dann raus, dass er das essen möchte. Mal gucken gleich. Vielleicht isst er das ja auch mit. Und hier ist einmal eine Dorschfrikadelle. Dann haben wir hier also Frischkäse, Dorschfrikadelle, Gurke. Und hier ist
wie gesagt, Lachs seht ihr selber und Käse. Ja, also unser Hochzeitsabendbrot ist fertig. Und schon gibt's gleich Abendbrot. Es ist alles fertig und draußen regnet es wieder mal. Schon lange nicht. Also ich hoffe, ich muss gucken, wie das Wetter sich morgens entwickelt. Ich würde so gerne dieses Beet anlegen. Das ist für mich immer so, es juckt mir unter den Fingern, ne? Aber ich hoffe, dass das Wetter morgen halt mitspielt und ich dann raus kann. Ansonsten würde ich sagen, war es hier mit diesem Vlog. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.